Ja, hallo und herzlich willkommen von unserer Seite zum Webinar What's New in Business Central. Mein Kollege Christian Koch und ich werden euch heute die Neuerungen in der Release Wave 1 2024 zeigen. So heute, wir werden heute, also beginnen wird mein Kollege Christian und er wird euch mal die Applikation und die Benutzeroberfläche, dann die Neuerungen im Copilot und in den AI-Themen zeigen und auch die Power-Plattform. Danach werde ich euch zeigen, was sich in der Entwicklung und in der Verwaltung verändert hat. Da sind auch durchaus ein paar spannende Themen wieder dabei. Dann darf ich an Christian übergeben. Entschuldigung, ein Thema noch zum Thema Fragen. Ihr habt recht oben in dem GoToWebinar den Punkt Fragen. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Wir werden dann zwischendurch bei den Kapitelwechseln die Fragen beantworten. Bitte schreibt bei jeder Frage dazu, auf welches Thema ihr euch bezieht. Dann ist es für uns im Nachhinein einfacher zu verstehen, auf was sich die Frage bezieht. So, aber jetzt Christian. Ja, vielen Dank, Patrick, für die Einleitung. Hallo auch von mir in die Runde. Wir haben wieder ein spannendes Programm. Es gibt viele Neuerungen, deshalb verlieren wir nicht viel Zeit. Ich starte, euch vorzustellen, was hat sich in der Applikation selber getan innerhalb von Business Central. Ich habe das Ganze sortiert nach einzelnen Themenbereichen. Wir fangen an, Überblick Finanzmanagement, Reporting, Projekte, Service. Shopify Connector und nochmal so eine kleine Sammlung von sonstigen Neuerungen. Steigen wir ein in den Bereich Finanzmanagement. Dort gibt es ein paar durchaus sehr, sehr spannende Themen. Einmal geht es um die Verbesserung im Mahnmodul. Dort gibt es neue Funktionen zum Thema Automatisierung. Dann sehr, sehr spannend für Anwender, die viel mit Fremdkonten, mit Fremdwährungen arbeiten, gibt es jetzt die Möglichkeit, direkt mit Fremdwährungen in Sachkonten zu buchen und die auch neu zu bewerten. Im gleichen Zuge zum Thema Währung hat sich was in der Konsolidierung getan. Genauso ist es jetzt möglich, bei Mitarbeiterbuchungen mit Währung zu arbeiten und wir kriegen ein ganz, ganz neues Modul zum Thema Nachhaltigkeit. Fangen wir an. Mahnungsautomatisierung. Da hat sich ja in den letzten Versionen durchaus einiges getan, dass man schon beim Ausführen der Reports durchaus sagen kann, wenn man Mahnungen registriert, dass sie zeitgleich gesendet oder gedruckt werden sollen. Jetzt hat man das Ganze noch weiter optimiert, noch weiter automatisiert. Das bedeutet, man kann jetzt die einzelnen Funktionen, die durchlaufen werden, komplett automatisieren über die Aufgabenwarteschlange. Das bedeutet, man hat einzelne Jobs, wie zum Beispiel hier das Thema Mahnung erstellen, was man zentral einrichten kann und dann zentral in eine Jobqueue einführen kann. Und das Ganze funktioniert, so wie man das vom Standard auch kennt, über entsprechende Reports. Und in diesem Automatisierungsfenster kann man dann auch die entsprechenden Filter vorbelegen, Debitoren oder nur das überfällige Posten genutzt werden wollen und das Ganze wandert dann in der Aufgabenwarteschlange und so kann man die einzelnen Aktionen, die durchzuführen sind, bis hin zum Versand komplett automatisieren. Ja, nimmt eine Menge Arbeit vom Anwender weg, weil die einzelnen Schritte waren ja so oder so immer mehr oder weniger das Ausfüllen von Berichten und jetzt ist man in der Lage, wirklich das komplette Erstellen bis hin zum Versenden der Mahnung zu automatisieren. Neubewertung von Sachkonten, auch eine sehr, sehr neue Funktion. Zunächst einmal ist die über die Funktionsverwaltung zu aktivieren. Das heißt, bei einem Neuaufsetzen oder bei einem Update ist das erstmal deaktiviert und kann dann ganz einfach über das Funktionsupdate, über die Funktionsverwaltung aktiviert werden. Was bedeutet das von der Anwendungsseite? Auf der Sachkontokarte kommt ein neues Register hinzu für die Neubewertung. Und hier stellt man zunächst einmal ein, ob überhaupt die Buchung mit Währung zulässig ist auf dem entsprechenden Sachkonto und ob das Ganze dann auch in die Neubewertung mit einfließt. Ja. Bedeutet rein auch von den Sachposten. Bisher hat man ja nur dort das normale, das lokale Betragsfeld gehabt. Jetzt hat man neben dem Mandantenwährungsbetrag auch den ursprünglichen Währungscode und den ursprünglichen Währungsbetrag. Und
Es gibt einen Bericht, der denn die Neubewertung durchführt. Das läuft so ähnlich ab wie bei den Bankkonten beispielsweise oder bei den Debitorenposten. Das bedeutet, wenn man jetzt wie in meinem Fall ein Sachkonto hat für Darlehen, wo man möglicherweise dann Fremdwährungsdarlehen abbildet, die gegen ein Bankkonto laufen, kann man dann am Ende der Periode über diesen Neubewertungslauf quasi dieses Konto neu bewerten. Ja, man wird je nachdem, wie die Währung eingerichtet ist, die Kursgewinne, Kursverluste entsprechend abgebildet und dann werden entsprechende Differenzposten gebucht, immer zu der jeweiligen Währung. Ja, das ist das Thema der Neubewertung. Dann ganz kurz zum Thema Konsolidierung. Auch dort hat man mehr Kontrolle jetzt, was Währungsbuchung angeht. Und man hat dort zentral Übersichten geschaffen, um einfach die Fortschritte der Konsolidierung besser tracken zu können. Das heißt, man hat dort eigene Masten integriert, wo man dann jeweils zum jeweiligen Monat und zum jeweiligen Mandanten sehen kann, in welchem Zustand oder in welchem Status befindet sich das. Ist die Konsolidierung durchgelaufen? Ist es irgendwo auf Fehler gelaufen? Das sieht man alles in der Konsolidierung. Mitarbeiterbuchungen können jetzt auch in Fremdwährungen durchgeführt werden. Das bedeutet, wenn man jetzt nicht wie bisher immer mit Kreditoren gearbeitet hat, um Mitarbeiter zu buchen, sondern wirklich klassisch die neuen Mitarbeiter, dann kann man jetzt beim Buchen von beispielsweise Reisekosten oder auch sonstigen Mitarbeiterbuchungen Fremdwährung verwenden. Zu guter Letzt kommen wir zum neuen Modul, das sogenannte Nachhaltigkeitsmodul, was angesiedelt ist im Bereich auch Finanzbuchhaltung. Was bedeutet das? Es funktioniert quasi wie Nebenbuch innerhalb von Business Central. Wenn ihr das so ein bisschen kennt, was Cashflow angeht, was auch die Statistikkonten angeht, hat man hier beim Nachhaltigkeitsmodul jetzt auch einen eigenen Kontenplan eingeführt. Wenn man die Demo aktiviert, hat man da schon eine ganz, ganz nette Vorlage. Ja, das ist jetzt das, was aus der Kronos-Datenbank kommt. Das heißt, man hat hier einen ganz netten Kontenplan mit den unterschiedlichen Emissionsarten, mit den unterschiedlichen Scopes. Und man sieht auch hier die drei Elemente, die quasi getrackt werden. Das ist einmal ganz klassisches CO2, dann hat man Methan und auch das dritte ist Lachgas. Das heißt, diese drei Emissionsarten kann man entsprechend tracken. Innerhalb des Kontos führt man dann Kategorien, also wo man dann definieren kann, was gibt es denn für unterschiedliche Emissionskategorien. Ihr seht es hier so ein bisschen im Hintergrund, beispielsweise Abfall, Firmenwagen, Verbrennungen, wenn ich irgendwo ein produzierendes Unternehmen bin, auch getrackt, wenn irgendwo Reisekosten gebucht werden für Hotel und Übernachtung. Das heißt, man kann hier wirklich sehr, sehr differenziert unterschiedliche Kategorien verwalten. Innerhalb der Kategorien, das Ganze habe ich hier mal hervorgehoben, für die Firmenwagen kann man denn sogenannte Unterkategorien bilden. Ja? Und je Unterkategorie, das wäre dann das konkrete Objekt. In dem Fall könnte man sagen, das wäre jetzt ein Firmenwagen. Hier nochmal unterschieden nach Groß, Mittel oder Premium und dann kann man die entsprechenden Faktoren hier hinterlegen. Ja. Es gibt auch in der ersten Version jetzt eine Integration zum Kontenplan, also zu den Sachposten. Ja. Generell ist es so, dass die Buchung, dazu komme ich gleich, prinzipiell erstmal manuell irgendwo erfasst oder gebucht werden müssen. Mit der einzigen Ausnahme ist, dass man so eine Unterkategorie mit einem entsprechenden Sachkonto mappen kann. Und dann kann man auch in die Buchblätter, das zeige ich gleich, Werte aus den Sachposten hier mit übernehmen und in die Buchung mit einfließen lassen. Ja. Also, Ausgangspunkt ist der Kontenplan für die Nachhaltigkeit und dann gibt es Kategorien, Unterkategorien. Auf den Unterkategorien werden die unterschiedlichen Faktoren hinterlegt. Kann auch jeweils entscheiden, welche Emissionsarten kann ich denn pro Konto hinterlegen und wie messe ich die Emission. Ja? Ist es jetzt per Entfernung, ist es per Verbrauch und so weiter. Und dann gibt es ganz klassisch, wie ihr hier seht, die Buchungsblätter. Na, die können beliebig angelegt werden und dann erfasse ich hier die entsprechenden Buchungen und am Buchungsdatum verknüpfe das Ganze mit der Kontonummer, gebe eine Beschreibung an und sehe auch hier die entsprechenden Kategorien. Na, und je nach hinterlegter Einheit kann man dann hier die entsprechenden Beträge erfassen.
Treibstoff, Strom, Entfernung oder auch benutzerdefinierte Werte. Und das wird dann entsprechend gebucht. Auswerten kann das Ganze auch über entsprechende Reports. Hier sehen wir den Standardbericht, um die Emissionen nach Kategorien auszuwerten. Wie ihr seht, ist das Ganze schon in Excel überführt. Dazu komme ich gleich nochmal. Also Microsoft versucht jetzt immer mehr, die klassischen Reports zum Thema Auswertung in Richtung Excel auszulagern. Sehen wir hier ein ganz gutes Beispiel im Nachhaltigkeitsmodul. Haben wir hier einen sehr, sehr smarten Excel-Report, der die ganzen Emissionsdaten in Excel auswertet. Was ich glaube, nicht direkt erwähnen muss, in dem Moment, wo ihr über die Buchblätter bucht, entstehen natürlich Emissionsposten, so wie man das aus der Buchungsstruktur erkennt. Und ich kann dort natürlich auch ganz normal die Dimensionen verwenden, die ich auch so in der Finanzbuchhaltung habe. Ja? Also dieses Modul kommt komplett mit hinzu und kann sofort genutzt werden. Damit wären wir mit dem Überblick durch, was das Thema Finanzbuchhaltung angeht. Ich gucke mal kurz in Richtung Patrick, ob es irgendwelche Fragen schon gibt. Ja, die eine Frage, die dazu ein paar Mal gekommen ist, ob das Webinar im Nachgang geteilt wird. Und ja, es wird im Nachgang geteilt. Ihr werdet per E-Mail unsere PowerPoint-Präsentation bekommen und das Video wird auf YouTube hochgeladen. Perfekt. Und als zweites, das ist eher ein Hinweis und keine Frage, es wäre super, wenn immer ein Hinweis gibt, ob die Neuerung in On-Premise ebenso zur Verfügung steht, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Excel. Okay. Ja, also wir sind jetzt gerade in der SaaS-Welt unterwegs, werden wir sicherlich im Nachgang nochmal tracken, aber generell kann man sagen, die Applikationsänderungen sind auch alle im On-Prem verfügbar. Gut, gehen wir weiter Richtung Reporting. Da gibt es, wie eben schon mal angedeutet, eigentlich nur eine nennenswerte Änderung, zumindest jetzt auf die Release Wave 1, ist, dass es jetzt mehr Excel-Layouts gibt für ca. 35 Berichte. Die werde ich jetzt im Einzelnen nicht durchgeben, sondern werde ergänzend nochmal zwei Beispiele bringen. Wir haben ja eben schon im Bereich des Nachhaltigkeitsmoduls gesehen, dass zum Auswerten der Nachhaltigkeit der Emissionswerte in Excel Report zur Verfügung steht. Und ansonsten, wenn ihr im Rollencenter seid, dann gibt es hier den einzelnen Menüpunkt für die Excel-Berichte und der zeigt jetzt hier alle neuen Excel-Berichte, die hier noch als Vorschauversion gekennzeichnet werden, aber die werden dann in Richtung Excel transferiert. Hab dort auch nochmal zwei Beispiele gebracht. Ein Klassiker, den ja jeder, der schon aus der Navision-Welt kommt, ja, kennt, der beliebte Top-10-Bericht, Debitoren-Top-10-Liste. Den gibt es jetzt auch als Excel-Output. Ja, das heißt, ich starte den Bericht und kann dann ganz normal über die Aktualisieren-Funktion von Excel sagen, hol mir die Daten neu. Der sieht so aus. Und dann gibt es auch nochmal einen weiteren Bericht. Das ist der Saldenüber- oder der Saldenrückblick für Debitoren. Das gleiche gibt es nochmal als Kreditoren-Saldenrückblick und der sieht in der Grundstruktur so aus. Wie ihr unten seht, bei den einzelnen Tabs gibt es dann auch unterschiedliche Auswertungsaspekte. Das heißt, es gibt bei dem einen oder anderen Report durchaus auch unterschiedliche Tabellenblätter, die dann die Daten unterschiedlich auch anzeigen. Ja, und was ganz smart ist, hier auf der rechten Seite über diese Datenabschnitte kann ich auch in den Berichten jeweils interaktiv dann auf Dimension oder auf, wie hier, Währung entsprechend filtern. Das mal so als kleine Highlights. Wie gesagt, wenn ihr euch die neue Version anguckt, lohnt es sich sicherlich mal, alle mal durchzuklicken, wie die aussehen und gegebenenfalls kann man diese Berichte ja auch dann entsprechend erweitern oder auch anpassen. Auch hier kurz in die Runde gefragt, oder Patrick, war ja ein relativ kurzes Kapitel. Gab es da irgendeine Rückfrage? Ja, schon. Tatsächlich zwei Fragen. Ja. Das erste, Nachhaltigkeitsmodul. Muss die Buchung immer manuell erfolgen? Ist in einer Integration in die laufenden Prozesse geplant, Fertigung, Lieferung, anhand von verknüpften Daten, zum Beispiel Artikelkarte? Ja, ja.
Sehr, sehr gute Frage, weil das ist sicherlich ein Thema, was viele Anwender fragen. Aktuell ist es so, dass es eine Integration gibt in die Sachposten. Das heißt, man kann eine entsprechende Kategorie oder ein Konto mit einem Sachkonto verknüpfen und dann quasi Werte aus den Sachposten abrufen. Das ist erstmal das, was der Standard macht. Fragt man sich natürlich jetzt, wo kann ich den Bezug herstellen? Nachhaltigkeit und Sachposten. Manchmal ein bisschen schwierig, weil in der FIBU buche ich ja wirklich rein betragsmäßig monetäre Werte. Aber das ist das, was der Standard jetzt aktuell macht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das in den zukünftigen Versionen irgendwo weiter aufgebaut oder aufgebohrt wird und dann auch auf weitere Entitäten zugegriffen werden kann. Ansonsten gilt es eben, das Ganze irgendwo individuell zu machen oder auch zu übersetzen, dass ich irgendwo aus meinen Artikelposten oder meinen Fertigungsposten diese Emissionswerte ableite. Aber Stand heute ist es erstmal eine manuelle Buchung noch. So, dann die nächste Frage: Gibt es Erfahrungen mit PC und Power BI-Anbindung für Auswertung? Die gibt es ja schon seit längerem, dass ich natürlich die Business Central Daten in Power BI veröffentlichen kann. Das heißt, ich habe ganz klassisch den Connector, wo ich über die API oder die Web Service Daten abgreifen kann. Dann ist das Ganze ja auch in viele Seiten mit integriert als Embedded Power BI. Und eine Sache, da geben wir nachher nochmal den Hinweis, ist, dass im nächsten Release, also in der Release Wave 2, auch nochmal zum Thema Power BI Apps Neuerungen hinzukommen. Ne? Man sieht aber auch hier, Microsoft bietet eine sehr, sehr hohe Flexibilität, was das Thema Reporting angeht. Das heißt, auf der einen Seite werden die klassischen Excel-Anwender unterstützt, die, sage ich mal, in ihrer Excel-Welt leben und sagen, das ist für mich das Tool der Wahl und habe eine sehr, sehr hohe Flexibilität, die vorhandenen Berichte zu nutzen oder auch neu zu designen und auf der anderen Seite auch die neue Welt, die Power BI-Welt zu bedienen, indem wir eben die Datenanrichtung Power BI zur Verfügung stellen. Ja, ganz klar. Und eine okay. Frage noch, ja. Welche Excel-Version wird für die Reports benötigt? Kann ich jetzt aktuell gar nicht sagen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass immer die aktuelle Version und mindestens eine zurück unterstützt wird. Das würde ich dann gerne im Nachgang nachreichen, wenn wir das dann in der Auswertung machen. Dann können wir da nochmal auf die System Requirements verweisen. Kommen wir zum Projektmodul. Innerhalb von Business Central kann man sagen, rein funktional hat sich da mit am meisten getan, nicht nur was die Applikation angeht, sondern was auch die Konnektivität angeht. Dazu komme ich gleich im eins der nächsten Kapitel dazu. Prinzipiell haben wir hier sehr, sehr smarte und neue Funktionen hinzubekommen. Beginnen wir mit dem Thema Projekte archivieren. Es ist ab sofort möglich, so wie man das aus Einkaufs- und Verkaufsbelegen kennt, Projekte, die irgendwie abgeschlossen oder nicht mehr verwendet werden müssen, entsprechend zu archivieren. Ja, und das Ganze verhält sich, wie man das von den Sales- oder so Einkaufsbelegen her kennt, über die Einrichtung kann festgelegt werden, werden Projekte archiviert auf Nachfrage oder immer automatisch. Ja, und dann wandern sie quasi in ein Projektarchiv. Dann gibt es eine Vorbelegung für Projekte und Projektaufgaben. Wie wir aus den letzten Versionen ja schon mitgenommen haben, ist es so, dass das ganze Thema Lagerlogistik auch jetzt sehr, sehr stark im Projektmodul unterstützt wird. Das heißt, all das, was man so normal in Verkaufsbelegen schon bisher immer machen konnte, quasi was Kommissionierung und so weiter angeht, hat man ja schon auf das Projektmodul übertragen. Jetzt ist hinzugekommen, dass man schon von vornherein, wenn man Projekte anlegt, für die Projekte die Lagerorganisation vorgeben kann. Das ist zum einen auf der Projektkarte selbst. Das heißt, wenn ein Projekt eingerichtet oder angelegt wird, dann kann ich von dort sagen, okay, mein
Hauptlager oder mein Vorgabelagerort wird hinterlegt, zum Beispiel Haupt, und kann auch zusätzlich sagen, was ist mein Projektlagerplatz, von dem ich arbeite. Das kann ich einmal auf der Projektkarte selber machen. Und zeitgleich gibt es aber auch noch die Projektaufgabenkarte. Das heißt, das ist quasi die Ebene der ersten Projektzeilen, die erste Projekthierarchie. Auch hier ist es möglich, dann dort durchaus zu differenzieren und sagen, naja, für eine bestimmte Aufgabenkategorie möchte ich die Ware oder meine benutzten Artikel von einem anderen Lagerplatz oder Lagerort nehmen, dann kann ich das hier entsprechend vorbelegen. Ne? Und dann wird das beim Erfassen von neuen Artikelpositionen entsprechend gezogen. Hier gilt aber auch nach wie vor die gleiche Logik. Es handelt sich hier um Vorbelegung. Das heißt, ich kann dann immer noch auf Positionsebene selber entscheiden, ich nehme die Ware doch von einem anderen Lagerort oder Lagerplatz. Ja? Aber die Vorbelegungsmöglichkeiten sind jetzt erstmal da. Dann auch eine sehr, sehr spannende neue Funktion ist, dass jetzt unter der Überschrift Projektfertigung das Montagemodul besser in das Projektmodul integriert ist. Bisher war es ja so, dass wenn ich jetzt Montage oder ein Fertigungsartikel in einem Projekt verwendet habe, dass ja das Ganze ja entkoppelt war. Das heißt, man hat einfach den Bedarf erfasst im Projekt und musste dann über die gewohnten Mechanismen, sprich Bestellvorschlag oder Planungsvorschlag, die Beschaffung organisieren. Ja. Jetzt ist es möglich, die Montageartikel, also die Montagestücklisten und die Montageaufträge direkt zu integrieren. Was heißt das Ganze? Hier ein Beispielprojekt und ich habe eine Projektaufgabe, Stühle und andere Möbel liefern. Und wenn ich hier in die Projektaufgabe rüber wechsle, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, bei entsprechenden Montageartikeln, also wo ich eine Montagestückliste habe, zu hinterlegen, ich habe hier zwei zu fertigen. Und dann funktioniert das so, wie man das von der Auftragsmontage kennt aus den Verkaufsaufträgen. Das heißt, in dem Moment, wo ich dort eine zu fertigende Menge eintrage, wird im Hintergrund ein entsprechender Montageauftrag angelegt. Auf den habe ich natürlich auch aus dem Projekt heraus entsprechend Zugriff. Das heißt, ich kann hier Positionen hinzufügen, kann Komponenten verändern und so weiter. Und das Ganze wird dann automatisch gebucht, wenn ich den Projektverbrauch buche. Also das verhält sich quasi genauso wie so ein Programmfertigungs- oder so ein Programmmontageauftrag in einem Verkaufsauftrag. Das heißt, würde ich jetzt eine Lieferung buchen in einem Verkaufsauftrag, würde das zur Folge haben, dass kurz vor der Lieferung erstmal der Montageauftrag gebucht wird, also der Output des Montageartikels, der Verbrauch der Komponenten. Und genauso verhält es sich im Projektmodul. Das heißt, kurz bevor ich den Verbrauch buche über ein Projektbuchblatt, wird der Montageauftrag gebucht. Das heißt, Montageartikel zu Komponenten abgebucht und dann geht quasi der montierte Artikel in den Projektverbrauch. Ja, also durchaus auch für jemanden, der, ich sag mal, in der Projektfertigung unterwegs ist und vielleicht kein großes Projektmodul braucht, wie ein Cosmo Project, dann ist das durchaus eine sehr, sehr gute Alternative, um auch in einem Projektbereich mit Fertigung oder Montage zu arbeiten. Des Weiteren hat man zum Thema Projektabrechnung spannende neue Funktionen hinzugefügt. Zum einen ist es jetzt möglich, ein Projekt an mehrere Debitoren abzurechnen. Ja, das bedeutet, die Projektaufgaben wurden entsprechend um die Felder Verkauf und Rechnung an Debitorennummer ergänzt. Habe das Ganze hier unten mal entsprechend eingeblendet. Das heißt, wenn Projektaufgaben eingerichtet werden, dann kann ich entscheiden, okay, diese Projektaufgabengruppe wird an Debitor A abgerechnet, diese Projektaufgabe wird an Debitor B abgerechnet. Ja, das heißt, man hat dort insgesamt mehr Flexibilität und muss nicht für jedes Szenario oder für jeden unterschiedlichen Abrechnungstypen ein anderes Projekt anlegen, sondern das kann jetzt direkt über die Projektaufgaben gesteuert werden. Und zeitgleich, womit es in der Vergangenheit auch immer Probleme gab, ist genau der umgekehrte Weg. Also im ersten Schritt haben wir gehabt, ein Projekt mehrere Kunden abrechnen. Der umgekehrte Weg, ein Kunde hat mehrere unterschiedliche Projekte und ich möchte die abrechnen. Auch das wird jetzt unterstützt.
Das funktioniert von der Art her, so wie man das kennt beim Erzeugen von Sammelrechnungen im Auftragswesen. Das bedeutet, einen vollständigen Automatismus gibt es noch nicht, sondern man erzeugt quasi eine ungebuchte Verkaufsrechnung für einen Kunden und hat dann dort eine Funktion, womit man dann die zur Abrechnung bereitstehenden Projektzeilen einfach abruft. Hier sieht man insgesamt fünf Positionen, die zu zwei unterschiedlichen Projekten gehören, und die markiere ich dann einfach, hole sie in eine Rechnung rein und kann sie dann abrechnen. Also einen vollständigen Automatismus gibt es da an dieser Stelle noch nicht. Genau, auch hier, dass die kurzen neuen Funktionen rein, was das Projektmodul angeht. Auch hier nochmal kurz an Patrick. Ich sehe, hier Ja. blinken ein paar neue Fragen. Wir haben Ja. einmal eine Frage zu unserem Produktportfolio. Ist das Archivieren von Projekten auch mit CC Project möglich? Würden wir dort nachreichen? Wir fokussieren jetzt aktuell wirklich nur auf den Standard. Das heißt, wir werden dann auch zu gegebener Zeit Informationen geben, welche Auswirkungen die neuen Funktionen, die jetzt im Standard vorhanden sind, auch unsere Module betreffen. Na, da kann ich jetzt konkret noch nicht keine detaillierte Aussage geben. Dann kann man den Lagerort auch pauschal in der Projekteinrichtung oder auf einer Lagerortkarte vorbelegen. Soweit ich weiß nicht. Ne? Also Projekteinrichtung ist nach wie vor recht schmal. Müsste ich auch noch mal nachgucken. Startpunkt ist meines Wissens wirklich die Projektkarte, und das wird dann weitergereicht in Richtung Projektaufgabe. Aber auch da prüfe ich gerne noch mal ab. Und die letzte Frage, geht die Verknüpfung nur für Montageaufträge oder auch für Fertigungsaufträge? Aktuell nur für die Montageaufträge, für die Fertigungsaufträge noch nicht. Vielleicht noch eine Ergänzung, die ich dort geben möchte. Die Unterstützung der Montagestücklisten gibt es in zweierlei Funktionen. Zum einen, wie gesagt, durch das Abbilden von, ich sag mal, Montageaufträgen, die dann mit so einer Projektaufgabenzeile verknüpft ist. Das ist das Szenario, was ich gerade erklärt habe. Zeitgleich gibt es aber auch die Funktion, wie man das aus Belegen kennt, dass ich, wenn ich eine Montagestückliste oder einen Montageartikel in einem Projekt verwende, dann gibt es dort auch eine Funktion, um das Ganze aufzulösen. Also das Stückliste-Entfalten-Funktion, die gibt es auch. Aber wohlgemerkt, da zielt ja auf die Frage nochmal ab, das geht aktuell nur wirklich mit den Montagestücklisten. Ja. Mein Eindruck oder ist, dass Microsoft da sehr fokussiert wirklich auf der Essentials-Lizenz, weil sobald ich irgendwo in Richtung Fertigungsstücklisten gehe, ist ja in dem Sinne gleich die Premium-Lizenz erforderlich. Okay, gut, dann machen wir einen kleinen Ausflug ins Service-Modul. Man sagen, im Vergleich zum Projektmodul eher kleinere Erweiterungen, die ich mal kurz durchgehe, ohne jetzt da detaillierte Prozesse oder Screenshots zu zeigen. Prinzipiell ist es so, dass wir jetzt auch in der Lage sind, im Service zu verwendende Artikel oder auch Artikelvarianten zu sperren. Das Ganze ging ja in den Ursprungsversionen los, dass man sagt, ich habe einen Artikel und ich kann den sperren, und damit war ja quasi für sämtliche Transaktionen gesperrt. Man hat dort keine Differenzierung gemacht. Irgendwann in den ja, ersten BC-Versionen kam dann die Differenzierung dazu, dass man sagen kann, für einen Artikel, ich sperre ihn konkret jetzt für den Verkauf oder auch für den Einkauf. Und das Ganze ist jetzt auch in Richtung Service gegangen. Das heißt, hier kann man bewusst sagen, okay, der Artikel ist für den Einsatz im Service gesperrt. Genauso das Thema Anhänge, ja, das ganze Thema Anhänge, die Verwendung hat ja enorm an Funktionalität gewonnen, ja, aber hat man den Blick in Richtung Service-Modul gebracht, dann haben dort die ganzen Funktionen gefehlt. Auch hier hat man jetzt nachgezogen, das heißt, Anhänge kann ich an Serviceartikel hängen und kann sie auch in den entsprechenden Service-Dokumenten verwenden. Eine sehr, sehr spannende Funktion, die ich persönlich jetzt bei den letzten Releases gar nicht so auf dem Schirm hatte, beziehungsweise gar nicht so öffentlich gemacht wurde, ist, dass man jetzt
die Buchungsrichtlinie auf Benutzerebene einrichten kann. Was heißt im Grunde genommen Buchungsrichtlinie? Ich habe das Ganze mal hervorgehoben, weil diese Buchungsrichtlinie gibt es auch schon für Verkaufsrechnung, Einkaufsrechnung und jetzt eben auch für die Servicerechnung. Und da kann ich wirklich sagen, auf Benutzerebene, was darf denn der jeweilige Benutzer überhaupt buchen? Aus dem Blickwinkel der Rechnungslegung. Ja, und da gibt es insgesamt drei Optionen. Das eine heißt zugelassen, das wäre quasi das Standardverhalten. Das andere wäre untersagt und das dritte wäre obligatorisch. Was heißt das aus Anwendungssicht? Ich habe das hier für den Benutzer Sven gemacht. Das heißt, sämtliche Rechnungsaktivitäten sind für den Benutzer untersagt. Das heißt nichts weiter, als wenn er aus einem Beleg heraus, also aus einem Auftrag, aus einer Bestellung oder auch aus dem Serviceauftrag jetzt die Buchen-Funktion aufruft, welche Option kriegt er angezeigt? In dem Fall ist das Ganze nicht zulässig und das heißt, er kriegt jetzt nur den Dialog angezeigt, möchten Sie die Lieferung buchen? Also nicht mehr die Auswahl, dass er auch fakturieren darf und liefern und fakturieren kann, sondern wirklich vorgegeben, dass nur eine Lieferung oder sonstiges zulässig ist. Ja, ist natürlich sehr, sehr smart insgesamt von der gesamten Einrichtung, weil es ja durchaus auf Anwendungsseite sehr, sehr unterschiedliche Szenarien geben kann, wo ich eine bestimmte Nutzergruppe habe, wo ich sage, die dürfen nur wirklich Lieferungen buchen. Aber in der Vergangenheit war es natürlich immer teilweise sehr, sehr tricky, sehr, sehr aufwendig, da zu differenzieren und zu unterbinden, dass seine Rechnung nicht buchen durften. Na, also entweder durch Anpassung oder eben durch entsprechende Erweiterung der Benutzerberechtigung. Jetzt hat man wirklich eine sehr, sehr einfache und eine smarte Funktion in der Benutzereinrichtung selber zu sagen, was darf er denn überhaupt entsprechend buchen. Na, das, wie gesagt, im Standard für Einkauf, Verkauf kam das, ich weiß jetzt nicht in welcher Version schon dazu. Und das Ganze hat man jetzt auch in Richtung Service gebracht. Und last but not least, ja, hier geht es nochmal um so ein paar Komfortfunktionen. Bedeutet, wenn man irgendwo eine Servicerechnung erstellen wollte, die irgendwo auf Basis von gebuchten Posten oder Verträgen generiert wurde und man hat dort irgendwo bei der Erfassung oder bei der Vorerfassung Fehler gemacht, war es teilweise sehr, sehr schwierig, so eine ungebuchte Rechnung wieder irgendwo zu korrigieren. Ja? Und jetzt im Detail kann ich gar nicht sagen, was dort optimiert wurde, an welchen Schrauben man da gedreht hat, aber generell soll es jetzt einfacher sein, Fehler beim Erfassen, beim Vorbereiten von Servicerechnungen zu korrigieren, ja, was das Zurücksetzen von entsprechenden Posten angeht. Auch hier, bevor ich ins nächste Kapitel springe, Patrick, kurz mal, hast du ein paar aktuell keine neuen Fragen? Okay, gut. Dann können wir weitergehen. Zeitlich liegen wir noch, denke ich mal, ganz gut. Kommen wir dann zum weiteren wichtigen Thema, Shopify Connector. Der hat auch zwei wesentliche Neuerungen. Einmal generell eine einfachere Einrichtung des Connectors selber. Ja, das Ganze läuft ja jetzt auch mittlerweile ganz gut über die Setups und eine ganz, ganz wichtige Funktion, die natürlich sich orientiert auch an dem Produkt Shopify selber. Das heißt, Shopify hat ja jetzt eine B2B-Funktion hinzugekommen und die ist jetzt auch über den Shopify Connector verwendbar. Das heißt, innerhalb der Shopify-Einrichtung oder beziehungsweise der Shop-Einrichtung hat man jetzt ein eigenständiges Register für B2B, wo man dann die einzelnen Integrationspunkte entsprechend setzen kann. Ja. Das sind die Neuerungen zum B2B. Ich denke mal, jetzt in der Kürze der Zeit wären da keine. Doch, da kam eine neue Frage. Was ist Shopify? Ja, gute Frage. Shopify ist quasi wie eine Art Online-Shop, eine E-Commerce-Plattform außerhalb von Microsoft, außerhalb von Business Central. Sehr, sehr etabliert weltweit und vor ein paar Versionen hat Microsoft eine strategische Partnerschaft mit Shopify geschlossen und einen Connector in den Standard eingeführt, um quasi E-Commerce zwischen Business Central und Shopify abzubilden. Das heißt, wenn ein Kunde einen Shopify-Shop hat, kann man wirklich sehr, sehr gut mit dem Standard-Connector Produktdaten austauschen, Aufträge abwickeln und so weiter. Das mal ganz kurz, was Shopify macht. Okay, kommen wir weiter zu
sonstige Neuerung. Auch hier, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren und noch auf das wichtige Thema Copilot kommen, ganz, ganz schnell. Es ist so, dass wir jetzt einen Verkäufercode auch an die Kundenlieferadresse hängen können. Ja, bisher war es ja nur am Kunden selber, aber wenn jetzt ein Kunde mehrere Lieferadressen hat und man vielleicht eine Organisation hat, wo die Zuständigkeit wirklich an der Niederlassung des Kunden hängt, kann man jetzt das Ganze differenzierter machen. Dann ist es so, Konfigurationspakete oder auch Rapid Start Pakete werden ja dazu genutzt, um quasi, ich sag mal, im einfachsten Fall eine initiale Datenmigration vorzunehmen, Daten aus dem Vorsystem nach Business Central zu laden. Auch hier hat man jetzt wirklich eine Erweiterung vorgenommen, was das Verhalten von Textimporten angeht, weil man kann jetzt wirklich mehrzeilige Texte importieren. Beste Beispiel dafür ist zum Beispiel das Thema Arbeitsbeschreibung in den Kundenaufträgen. Die ist per se in Business Central mehrzeilig. Und wenn ich dieses Feld in einem Konfigurationspaket einfüge, dann kann ich in meinem Excel-Template da wirklich mehrzeilige Texte erfassen und die werden dann auch beim Import entsprechend berücksichtigt. Dann zu guter Letzt das Thema Paketnummern. Das ist ja seit auch ein paar Versionen die, ich möchte mal sagen, dritte Dimension zum Thema Artikelverfolgung. Standardmäßig aktiviert haben wir ja die Seriennummern und Chargennummern. Über die Funktionsverwaltung kann man eben noch das dritte Element dazu heben, Paketnummern. Und das Ganze hat man jetzt von der Funktionalität auch mehr harmonisiert. In der Vergangenheit war das so ein bisschen so ein Zwischending, nicht ganz so wie die normale Artikelverfolgung mit dem aktuellen Release, hat man das weiter von der Funktionalität entsprechend harmonisiert und kann bei Bedarf genutzt werden. Wie gesagt, ist eine optionale Funktion. Gut, ich sehe, es sind jetzt keine neuen Fragen hinzugekommen. Gehen wir weiter in den Bereich Benutzeroberfläche. Auch da gibt es zwei, drei interessante neue Funktionen. Einmal Thema moderne Aktionsleiste oder Action Bar. Die ist jetzt mit der Version obligatorisch. Das heißt, das, was ich hier mal hervorgehoben habe in den Belegen mit zentralen Startbutton, mit den Split-Buttons und so weiter, die ist jetzt für alle Anwender obligatorisch. Dann gibt es eine neue Datumsauswahl, ja, die orientiert sich jetzt wirklich auch an den, ich sag mal, sonstigen Microsoft Office Produkten vom Layout her und lässt sich auch einfacher mit der Tastatur bedienen. Dann ist es möglich, wenn man die Smartphone-App nutzt von Business Central, dort auch die ganzen Arbeitsblätter zu verwenden. Arbeitsblätter heißt im Grunde genommen Bestellarbeitsblätter, Planungsarbeitsblätter und so weiter. Das ging bisher nicht. Jetzt wird das Ganze unterstützt. Und man hat eine Menge getan, was das Thema Fehlerhandling angeht. Also wenn ich irgendwelche Plattformfehler habe. Hier auch mal ein kleines Beispiel. Ich füge einen Artikel ein in einen Verkaufsbeleg und kriegt eine Fehlermeldung, oh, Produktbuchungsgruppe fehlt, dann kann ich jetzt aus der Fehlermeldung heraus quasi zur Ursprungspage springen. Ja, hier wird mir angezeigt, Artikelkarte anzeigen. Das heißt, da kann ich den Wert entsprechend eintragen. Und des Weiteren ist, wenn ich mal eine Fehlermeldung bekomme, die ich selber nicht lösen und interpretieren kann, kann ich diese Fehlermeldung jetzt auch teilen. Entweder selber, indem ich es in die Zwischenablage kopiere und dann teile. Ich kann es direkt in Teams teilen oder ich kann das Ganze per E-Mail versenden an den Kollegen oder auch an meinen Partner, der mir denn dabei hilft. Also auch hier wirklich eine smarte Sache, sodass ich da nicht im Regen stehen bleibe, wenn ich irgendwo auf einen Fehler laufe, sondern ich kann mit der Fehlermeldung jetzt wirklich aktiv arbeiten, indem ich den Fehler selber behebe oder entsprechend teile. Last but not least, Hinweis auf eine Funktion, die jetzt im Mai dazu kommt. Wir haben ja jetzt schon seit ein paar Versionen Drag and Drop in der Anhangsverwaltung von Business Central. Und ab Mai, also ein der Folge-Release, werden wir jetzt auch die Unterstützung bekommen, dass wir mehrere Dateien mit einem Mal hochladen können in die Anhänge. Aber wie gesagt, das kommt erst im Mai. Auch hier nochmal kurz, Patrick, haben wir Fragen? Ja, zwei neue Fragen, aber noch zum vorigen Thema. Das erste, ja. Welchen Anwendungszweck gibt es für die Paketnummern? Genau, da könnte man zum Beispiel eine Palettenverwaltung mit abbilden, also rein eine Benennung von Paletten und eine Verwaltung von Palettennummern oder auch Pakete.
Und die zweite Frage ist, ob man mit den RapidStart-Paketen jetzt mehrzeilige Texte zum Beispiel auch in Verkaufszeilen übertragen kann. Also mehrzeilig in Verkaufszeilen, also in der Verkaufszeile selber gab es ja noch keine mehrzeiligen Textfelder. Ja, da müsste man wahrscheinlich, also da besteht ja die Mehrzeiligkeit wirklich, wenn ich jetzt Artikeltexte habe, die waren ja denn als Untertexte, ne? Und dann müsste man das wahrscheinlich 1:1 abbilden. Also hier geht es wirklich darum, wenn ich Felder habe in Business Central, die von ihrer Art her, von ihrer Definition als mehrzeilig markiert sind, das ist beispielsweise die Arbeitsbeschreibung im Auftragskopf, dann kann man das jetzt einlesen. Ne? Alles andere bleibt nach wie vor. Ne? Wenn ich irgendwo Textzeilen oder Bemerkungsfelder habe, dann muss man die nach wie vor one-to-one importieren. Dann kommen wir eigentlich mit zum spannendsten Thema, Copilot und AI-Innovation. Was heißt das im Einzelnen? Wir kriegen einen Copilot-Chat, wir können mit Copilot Verkaufszeilen erstellen, wir können Copilot nutzen, um Daten zu analysieren. Und dann gibt es noch zwei weitere Funktionen, auf die ich nur kurz eingehe. Einmal ins E-Belege-Modul und was das Thema von Power Automate angeht. Aber kommen wir mal rein. Was heißt das jetzt für den Anwender? Das heißt, man hat erstmal eine zentrale Übersicht. Wenn man über die Telmi-Suche geht, sucht man einfach nach Copilot und aktiviert quasi Copilot für sein Environment. Und ganz, ganz wichtig, die ganzen Preview-Versionen oder die Versionen, die wir haben, funktionieren aktuell nur in englischer Sprache beziehungsweise in einer englischen Umgebung. Also das wird sukzessive jetzt weiter ausgerollt, auch in die deutsche Version. Aktuell zum Ausprobieren Preview wirklich nur in Englisch. Ja, so sieht das Ganze aus. Mit Copilot chatten, was heißt das? Man hat, wie man hier in der Menüleiste sieht, den Copilot-Button. Klickt man dort drauf, poppt quasi die Copilot-Pane raus und dann gibt es drei unterschiedliche Szenarien. Ich kann Datensätze suchen, ich kann mir was erklären lassen von Copilot oder er soll mir anleiten, wie mache ich irgendwas. Ich habe mir hier so einen kleinen Beispielprompt gemacht. Finde die Top 3 Kunden bei Sales und das Ergebnis, er bringt mir eine Antwort. Man sieht hier unten die Referenz, was er dort gemacht hat. Also er selektiert die Top 3 Kunden nach Verkaufsumsatz und sortiert sie nach entsprechender nach Höhe des Volumens. Ja, bringt mir hier die Liste und von der Navigation ist es so, ich kann dann darauf raufklicken und es öffnet sich dazu die entsprechende Karte. Ja, also der Chat ist auch interaktiv. Ich klicke auf ein Element rauf und stehe dann in dem Beleg. Weitere Funktion, die sehr, sehr smart ist, ich kann Copilot in Verkaufsbelegen nutzen. Das heißt, ich stehe in einem Auftrag, klicke hier unten auf, schlage mir Zeilen vor. Und kriege eine Copilot-Eingabe und auch hier, was habe ich dort eingegeben? Habe ich gesagt, hol mir bitte die Artikel aus der letzten Lieferung. Dann sucht er quasi zu dem Kunden die letzte gebuchte Lieferung, sagt mir, die habe ich gefunden, schlägt die Artikel vor und ich kann sie per Knopfdruck entsprechend übernehmen. Das sind so Beispielbelege. Und es gibt auch immer eine Möglichkeit, so eine Prompts, da gibt es Beispiele, die man verwenden kann. Auch YouTube bietet da Möglichkeiten, um das Ganze mal auszuprobieren. Also das ist die weitere Option. Und wir können Copilot dazu nutzen, um die eben seit ein paar Versionen vorhandene Analysefunktion zu nutzen. Ich stehe hier in den Artikelposten, habe hier oben in die Liste auch Copilot mit integriert. Klicke ich dort drauf, kriege ich ein Eingabefenster und auch hier sieht man, das ist der Prompt, den ich eingegeben habe. Also gruppiere beispielsweise relativ einfach meine Artikelposten nach Artikelnummer. Dann generiert er mir automatisch diese Analyseansicht und gruppiert das Ganze nach Artikelnummer. Ja, und dann kann ich das Ganze eben noch weiter verfeinern, ja, und so meine Daten entsprechend analysieren. Ja, das sind mal so die drei Elemente, die sofort nutzbar sind. Weitere Elemente ist, wir haben ja jetzt seit der letzten Version ein neues, ich sag mal, E-Belege-Modul, um, ich sag mal, das ganze Thema elektronische Rechnungslegung im Standard mit abzubilden. Und da gibt es auch eine Unterstützung, wenn ich jetzt beispielsweise eine Rechnung importiere, die jetzt in Richtung Bestellung mitzumappen. Ja, also da schon mal vorab, wir sind da auf jeden Fall noch nicht so weit, dass wir da irgendwo ein Document Capture komplett
abbilden können oder so, sondern das beginnt jetzt sukzessive mehr und mehr an Funktion zu bekommen, dieses neue E-Document-Modul. Und auch da hat man schon den Copilot integriert. Und last but not least, auch da wird die Preview erst im Mai kommen, dass man jetzt auch den Copilot zum Erstellen von Power Automate Flows im Kontext Business Central nutzen kann. Ja. Auch da, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich würde mal die Fragerunde jetzt überspringen. Nicht böse sein, aber wir werden jede Frage im Nachgang nochmal beantworten, weil Patrick hat auch noch Themen zur Entwicklung. Komme ich zum Schluss nochmal zum Thema Power Plattform. Die wichtigste Neuerung, die wir dort haben, ist, dass mit dem neuen Release Business Central einen Field Service Connector bekommen hat, also jetzt eine weitere Integration zur Dynamics 365 Produktfamilie. Den CRM Connector hatten wir ja schon. Jetzt haben wir den Field Service Connector, der baut quasi auf dem Dataverse bzw. Field Service Connector auf. Der kommt auch mit einem unterstützten Setup. Der ist so schnell durchgeklickt und wie ihr hier von der Einrichtung schon sehen kann, ist der Verknüpfungspunkt zwischen Field Service und Business Central auch das Projektmodul. Ja, also in der ersten Version haben wir keine Verknüpfung zum Service-Modul. Das kommt laut Ankündigung im nächsten Release aktuell zum Projektmodul. Ja, hat den Vorteil natürlich für Kunden, die Business Central und Field Service nutzen. Ich brauche aber Business Central nicht eine Premium-Lizenz. Ja, es geht übers Projektmodul. Wie sieht das von der Anwendung aus? Wenn man das Setup durchlaufen hat, haben wir neue Integrationstabellen für Dataverse. Die habe ich hier mal hervorgehoben. Zum einen die Ressourcen, zum anderen die Projektaufgaben aus dem Projektmodul und dann noch zusätzlich die Buchblätter, wo denn die erfassten und verwendeten Artikel und Ressourcen zurückkommen. Hier auch mal ein kleines Beispiel. Neuer Arbeitsauftrag im Field Service. Weitestgehend Standard Field Service mit dem einzigen Unterschied, dass ich den Arbeitsauftrag dann mit einer Projektaufgabe verknüpfe. Ja, das heißt, darüber wird dann die Synchronisation ausgelöst. Ja, hier haben wir jetzt die Projektaufgabe, das, was wir vorhin auch schon im Projektmodul gesehen haben. Dann kann ich zu einem Arbeitsauftrag meine Business Central Produkte erfassen. Auch da kann ich bei der Synchronisation definieren, dass ich meine Produkte, die ich vielleicht auch im Sales verwende, für Field Service aktiviere. Ja, dann kann ich in einem Arbeitsauftrag Verbrauchsartikel hinterlegen, vorkalkulieren. Das Gleiche kann ich für meine Ressourcen machen. Also ich kann dort differenzieren, nutze ich nur meine Ressourcen für die Abrechnung oder übergebe ich auch meine buchbaren Ressourcen, die ich dann in der Ressourceneinsatzplanung verwenden möchte. Und jetzt mal so ein bisschen zeitlich übersprungen. Der Arbeitsauftrag wird abgearbeitet. Dann verändert sich nach der Bearbeitung der Status meiner Produkte von geschätzt auf verwendet, wo dann gesagt wird, ich habe jetzt tatsächlich die und die Artikel verwendet und die Zeit verbraucht. Dann ist das ein möglicher Trigger, um die Synchronisation wieder in Richtung Business Central anzustoßen und dann werden die verbrauchten Daten in ein zuvor definiertes Projektbuchblatt übertragen, was ich für den Field Service Connector verwendet habe. So. Und das buche ich dann ganz normal auf mein Projekt. Habe hier dann auch die Möglichkeit zu definieren, okay, was ist denn davon abrechenbar? Also was fakturiere ich dann und mache die Rechnungslegung in Business Central. Und der Connector, der so oder so schon vorhanden ist aus dem CRM, würde dann beispielsweise auch die gebuchte, in Anführungszeichen, Projekt- oder Servicerechnung wieder in Richtung Field Service entsprechend übertragen, sodass ich da auch den Zustand der Abrechnung sehen kann. Ja, also das mal so im Zuge, was jetzt der Standard-Connector aktuell leistet. Wie gesagt, ist die erste Version. Und wenn man auf die Roadmap guckt, wird man sehen, da wird auch noch in den nächsten Releases mehr hinzukommen. Wichtiges Thema, weil Field Service Connector basiert ja auf dem Dataverse Connector und den Integrationstabellen. Auch da ist es jetzt so, dass man die Integrationstabellen jetzt ohne Customizing erweitern kann. Das heißt, ich kann jetzt neue Tabellenzuordnung anlegen, aber standardmäßig erstmal nur Tabellen, die so oder so schon da sind. Ja, das heißt, wenn wir in Richtung Dataverse oder Integrationstabellen kommen,
werden ja viele Tabellen genutzt durch den Standard-Konnektor an sich. Und es sind aber einige noch im Hintergrund. Wie ihr hier beispielsweise schon sehen könnt, gibt es schon für den Field-Service vorbereitet, sowas wie eine Customer-Asset. Die ist schon da. Die könnte ich natürlich jetzt schon nutzen, um da eine eigene Synchronisation durchzuführen. Das Gleiche funktioniert auch auf Feldebene. Das heißt, habe ich irgendwo in meinen Dataverse, in meinen Integrationstabellen noch nicht genutzte Felder, dann kann ich die jetzt ohne Customizing mappen über die Integrationstabellenzuordnung. Ja. Komplett neue Tabellen, was Integrationstabellen angeht und so weiter. Nach wie vor so muss man anpassen, aber alles, was schon standardmäßig da ist an Feldern oder an Integrationstabellen und was noch nicht in Mapping drin ist, kann ich jetzt über Einrichtungen, über Assistenten entsprechend mappen. Dann neue Action im Bereich Power Automate. Bisher gab es ja eine Funktion, die, womit ich Datensätze suchen konnte. Das heißt, ich möchte irgendwas in Business Central machen. Dann gab es eine Aktion, die nannte sich Find Records, hatte aber den Nachteil, dass ich immer ein komplettes Set an Datensätzen zurückbekommen habe, obwohl ich vielleicht nur auf ein Merkmal gefiltert habe. Ne? Und das Ganze hat man jetzt gesplittet. Das heißt, das Find Records gibt es nach wie vor, wenn ich irgendwo wirklich mit einem größeren Dataset arbeiten möchte. Aber in einigen Szenarien brauche ich eben nur einen konkreten Datensatz. Und deshalb gibt es die neue Funktion Find One Record, wo ich dann auf meine API-Entität runtergreife, konkret das Feld auswähle, den Operator und das Ganze verknüpfe dann mit dem Value. Ja? Also von der Benutzung auch für Anwender, die jetzt nicht mit dieser O-Data-Syntax vertraut sind. Also das Nutzen ist einfach viel, viel einfacher. Ja? Das ist jetzt das, was hinzugekommen ist. Wie gesagt, in der aktuellen Preview noch nicht verfügbar, wird jetzt auch im Laufe des Aprils entsprechend veröffentlicht. Genau. Zeitgleich gibt es einen verbesserten Genehmigungsprozess. Da geht es hauptsächlich darum, dass man jetzt, wenn man Genehmigungsprozesse in Power Automate abbilden will, man auf die Genehmigungseinrichtung wirklich auf Business Central zurückgreift. Ja, wenn ihr schon mal Flows eingerichtet habt, zusammen irgendwelche Genehmigungsprozesse, Rechnungsgenehmigungen und so weiter, dann musste man ja immer auf Power Automate Seite explizit sagen, welcher Genehmigungs-User macht das Ganze und jetzt nutzt man zukünftig wirklich die Einrichtung, die auch in Business Central vorhanden ist. Gut, und last but not least, synthetische Beziehungen im Dataverse Connector nutzen. Was heißt das? Man hat ja beim Dataverse Connector zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal wirklich Daten synchronisieren der Entitäten. Also ich synchronisiere eine Business Central Entität mit einer Dataverse Entität. Das, was der CRM und Field Service Connector hauptsächlich macht. Parallel kann ich aber auch mit den virtuellen Tabellen arbeiten innerhalb von Dataverse und synthetische Beziehungen ermöglicht es jetzt, eine Beziehung herzustellen zwischen einer synchronisierten Entität und einer virtuellen Tabelle. Das mal so ganz grob. Also in der Entwicklung waren es gar nicht so viele Themen diesmal, die sich geändert haben. Das erste, man kann jetzt die Systemapplikation debuggen, das heißt nicht nur die System-App, welche ja eine AL-App ist, sondern die Systemapplikation, welche implizit im Hintergrund erstellt wird, kann jetzt debuggt werden und für die Fehleranalyse verwendet werden. Das war ein Wunsch von vielen, dass das integriert wird. Dann auch nicht ganz unwesentlich das Erweitern von Objekten innerhalb der Ursprungs-App. Mag für viele etwas seltsam klingen, dass ich vielleicht eine Tabelle und eine Table-Extension auf die gleiche Tabelle innerhalb derselben App verwende. Mag aber aus Architektursicht in manchen Fällen durchaus interessant sein, wenn ich zum Beispiel eine neue Tabelle hinzufüge und innerhalb derselben App eine Funktionserweiterung habe, die komplett losgekapselt ist von dem originalen Objekt, dann kann ich das jetzt sauber trennen und ich kann eine Table Extension in derselben App machen. Dann haben wir vorher schon gesehen von der Applikationsseite, dass es Verbesserungen beim Datei-Upload gab. In der Entwicklung haben wir auch ein paar Verbesserungen und zwar gibt es jetzt die neue File Upload Action, welche ganz normal als Action angezeigt wird, aber auch mit einer Drop Area verknüpft werden kann. Das heißt, in dem Fall wird das Namensfeld zu einer Drop Area. Man kann ganz normal den Namen eingeben, aber wenn man mit einer Datei ein Drag and Drop auslöst,
wird im Hintergrund dann die File-Upload-Action ausgelöst. Besseres Handling von Third-Party-Apps im AppSource. Viele werden schon bemerkt haben, wenn ihr Entwicklungen mit AppSource-Apps macht, wenn ihr AppSource-Apps erweitern wollt, müsst ihr immer die Partner anschreiben, ihr müsst euch die Apps von den Partnern besorgen. Microsoft arbeitet daran, dass diese Apps bereitgestellt werden können über den AppSource für Entwickler, damit die Entwickler direkt auf die Apps zugreifen können und das Erweitern von AppSource-Apps leichter wird. Ich habe mit ein paar Mitarbeitern von Microsoft diesbezüglich gesprochen. Derzeit ist es noch ein lizenzrechtliches Problem, welches aber in den letzten Zügen von der Klärung ist und es sollte demnächst gelöst sein. Ich glaube, terminisiert ist diese Änderung für Juni, also das ist noch nicht verfügbar, aber sollte im Laufe dieser Welle kommen. Auch neu sind die sogenannten Barcode Controls. Es gibt ja seit der Version 23 verbesserte Barcode-Features in Business Central. Dazu hat Microsoft jetzt eingeführt, dass man in Pages einfach vier Felder als Datentyp Barcode definieren kann. Wenn ein Feld als Barcode-Feld definiert ist, kann am mobilen Client das Feld dann per Barcode-Scanner angesprochen werden. Ein für mich persönlich ein sehr, sehr interessantes Feature, wir werden es uns jetzt auch dann gleich live anschauen, ist der In-Client-Page-Scripting, das In-Client-Page-Scripting für automatische Akzeptanztests. Das schaut so aus, dass wir Abläufe aufzeichnen können in Business Central und wieder abspielen können. Wir werden uns das jetzt mal ganz kurz anschauen. Ich habe hier eine Verkaufsauftragsübersicht und wenn ich hier auf die Optionen gehe, habe ich hier das Seitenskript-Erstellung. In der Vorschauversion, also ist noch keine finale Version, aber ich kann hier mal mit einem Recording starten. Und wenn ich jetzt irgendeinen Klick mache, egal was ich mache, wird das rechts aufgezeichnet. Ich kann durch die Applikation klicken. Und ich kann nicht nur klicken, ich kann auch Überprüfungen machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine Menge eingegeben und ich kann dann hier eine Überprüfung einfügen und prüfen, ob der Wert dieser Rechnung genau diesen Betrag hat. Ich schließe die Rechnung und ich beende die Aufzeichnung. Jetzt kann ich das Ganze nochmal abspielen. Wenn ich jetzt hier auf Abspielen klicke, wird das Ganze nochmal wiedergegeben. Das heißt, alle Schritte, die ich ausgeführt habe, werden nochmal ausgeführt. Und es wird geprüft, ob alles passt. So, ich werde jetzt einmal kurz auf den Artikel gehen und eine Änderung machen. Wo ist mein neuer Auftrag? Das müsste ja sein. Ja, ich werde jetzt einmal kurz in den Artikel reingehen und eine Änderung am Preis durchführen. Jetzt mal teurer machen. Das wäre jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt einen Programmierfehler und der Preis wird nicht mehr richtig berechnet. Ich führe jetzt diesen Test nochmal aus. Es werden die Schritte nochmal durchgeführt. Es wird der Debitor ausgewählt, es wird der Artikel ausgewählt, wird die Menge eingegeben. Und wir haben jetzt rechts im Ablaufdiagramm einen Fehler stehen, weil der Artikel nicht mehr stimmt. Das heißt, dieses Page Scripting kann dazu verwendet werden, um Akzeptanztests zu automatisieren. Das heißt, wenn der Consultant oder wenn der Key-User seinen Akzeptanztest ausführt, kann er hier mit diesem Scripting-Tool das mit aufzeichnen und man kann das Ganze exportieren. Irgendwo ist der Speichern-Button, da ist der Speichern-Button, man kann das Ganze exportieren. Da bekommt man dann eine YAML-Datei raus und man kann das auch wieder importieren und wieder ausführen. So schaut so ein Export dann aus. Das ist eher für Programmierer vielleicht interessant, wenn man da vielleicht kleine Änderungen in der Datei macht, aber dieses Skript kann man dann wieder importieren. Eine weitere Änderung, welche jetzt noch relativ klein ist, ist der neue Foundation Layer. Der Foundation Layer ist eine neue App, die Microsoft eingeführt hat als Basis für die Base App. Das heißt, die Base App ist nicht mehr die Grund-App von allem, sondern wir haben unter der Base App noch den Foundation Layer, wo Microsoft gerade alles, was keine Business-Logik ist,
rauszieht. Der erste Punkt zum Beispiel war die Nummernserienlogik. Nummernserien haben jetzt nichts mit Buchhaltung oder mit Logistik oder Produktion per se zu tun, werden aber überall verwendet. Deswegen wird diese Funktionalität in den Foundation Layer gezogen und es werden mehr und mehr Features in den Foundation Layer rauskommen. Grund dafür ist, dass Microsoft langsam aber sicher anfangen wird, die Basisapplikation kleiner zu machen und zu zerlegen und in kleinere Stücke zu teilen, damit das Update-Verhalten von der Base-App besser wird. Ist aktuell für Entwickler wichtig, weil sie ab der PC24-Version anfangen sollten, die neue Nummernserienlogik zu verwenden anstatt der alten. Und es gibt einen Migrationspfad in der Microsoft-Hilfe dafür. Dann schauen wir noch kurz in die Administration und in die Verwaltung. In der Verwaltung gibt es die neue Business Central Lockbox für mehr Security bei Microsoft Support-Fällen. Es ist aktuell so, Microsoft hat natürlich nicht das Recht, auf eure Daten zuzugreifen, aber rein technisch könnten sie es machen. Also rein technisch könnte Microsoft auf die Daten zugreifen, würde natürlich für Microsoft ein Riesenproblem darstellen, wenn sie es tatsächlich tun. Aber um sicher zu gehen, dass das nicht passiert, kann man für sehr sensible Bereiche jetzt die sogenannte Lockbox konfigurieren. Das heißt, dass wenn ein Microsoft-Mitarbeiter im Zuge eines Support-Falls auf eure Daten zugreifen will, müsst ihr explizit bei jedem Support-Fall im Admin-Center den Zugriff gewähren und nur dann kann der Microsoft-Mitarbeiter auf eure Daten zugreifen. Was die Administration betrifft, betrifft vieles die Zugriffsrechte. Das nächste ist die GDAP-Partner-Zugriffe. Also GDAP steht für Granular Delegated Admin Privileges. Darüber wird gesteuert, welche Partner auf welche Umgebungen zugreifen können bei euch im Business Central. Bisher war es nur so, dass ihr festlegen konntet, Zugriff auf Business Central erlaubt oder nicht. Und jetzt kann man aber noch zusätzlich, wenn man mehrere Umgebungen hat, also Production, Sandbox oder vielleicht sogar mehrere Production Environments, dann kann man jetzt zusätzlich steuern, dass ein Partner nur auf eine gewisse Umgebung Zugriff hat. Ja, der Dataverse und Power Plattform wird immer mehr verlinkt mit Business Central. Das führt natürlich auch manchmal zu Problemen. Und zwar, wenn man einen Mandanten kopiert, wurde bisher die Verlinkung zum Dataverse auch mitkopiert, wodurch der neue Mandant automatisch mit dem Dataverse vom alten Mandant verknüpft war. Das wurde in der PC24 korrigiert, dass jetzt eine neue Mandantenkopie nicht mehr automatisch mit dem Dataverse verbunden ist. Wieder ein bisschen Datensicherheit. Es ist so, dass Business Central Datenbanken automatisch verschlüsselt sind. Dieser Verschlüsselungskey ist irgendwo in der Business Central Verwaltung gespeichert und wir haben keinen Zugriff darauf. Jetzt ist es wieder so, dass Microsoft hochsensible Bereiche langsam aber sicher auch gerne in die SaaS-Welt bekommen würde, also was Medizinprodukte oder irgendwelche Government-Sachen betrifft. Dafür ist es aber notwendig, dass Microsoft keinen Zugriff auf diesen Verschlüsselungskey hat. Deswegen ist es jetzt möglich, dass der Verschlüsselungskey vom Kunden selber generiert wird und die Verschlüsselung vom Kunden selber durchgeführt wird. Das heißt, wenn Microsoft sich ein Backup von eurer Datenbank ziehen würde, hätten sie keine Chance, diese Daten, die in dem Backup drin sind, auch zu lesen. Dann auch neu ist, dass die Default-Verbindung für Power Plattform im Admin Center steuerbar ist. Das ist dafür notwendig, wenn man mehrere Power-Plattform-Umgebungen hat, dann kann man jetzt pro Environment im Business Central steuern, mit welcher Power-Plattform-Umgebung diese Environment verknüpft wird. Und last but not least, wir haben verbesserte Ansichten zum Verwalten von Benutzern. Ach, da wollte ich eigentlich einen Screenshot reingeben, habe ich aber nicht. Da geht es nur darum, es gibt jetzt so Ansichten, wo man zum Beispiel aktive, nicht aktive Benutzer herausfiltern kann und einfach gespeicherte Ansichten, mit denen man besser herausfindet, welche Benutzer aktuell im System da sind. Auch da, auch wenn es jetzt nicht die Menge ist, sind durchaus sehr, sehr spannende Themen. Und das, was du auch gesagt hast, das Thema Datensicherheit scheint auch immer mehr in Richtung Cloud zu kommen. Wodurch genau durch die benannten Branchen Medizin, Technik, Life Science und so weiter mehr Sicherheit
jetzt erfahren werden in den zukünftigen Versionen. Und interessant sicherlich auch das Thema Barcode-Control und Nutzen von Barcodes im mobilen Client. Das heißt, der mobile Client gewinnt immer mehr an Bedeutung, das auch dann irgendwann mal wirklich auch produktiv in einem Logistik-Szenario zu nutzen. Ja, man sieht auch, die okay. Features sind ziemlich ausgewogen. Das Einzige, das in Client-Page-Scripting sticht ein bisschen heraus. Wir haben euch wieder einiges an nützlichen Links zusammengefasst. Der erste Link ist die Dokumentation von Microsoft für die Release Wave. Dort findet ihr auch die Informationen, wenn Features noch nicht verfügbar sind, ab wann sie verfügbar sein sollten. Dann gibt es auch zu jeder Release Wave gibt es immer ein Launch Event von Microsoft. Bisher war das nur per Voranmeldung verfügbar. Mittlerweile ist es, also seit heuer, die erste Version, dass die Videos auf YouTube geteilt werden. Ihr könnt euch alles anschauen. Ihr könnt euch auch eine kostenlose Testversion für die SaaS-Umgebung erstellen, wo ihr PC24 testen könnt. Genau, eins noch, den haben wir auch noch mit reingepackt. Der wurde gestern im Zuge der Directions North America veröffentlicht. Also hier ist schon mal eine kleine Sneak Preview auf das Release, was dann Oktober kommt. Also gerne jetzt nochmal dann im Nachgang in der PowerPoint reinschauen, was sind so die Felder, die im nächsten Release kommen. Auch hier sieht man links ganz klar AI-powered Business. Das heißt, das Thema Copilot und AI wird noch mehr an Bedeutung gewinnen. Auch, was man hier sieht, das Thema Integration in Richtung Field Service wird weiter ausgebaut. Also freuen wir uns schon auf das Oktober-Release und auf eure Teilnahme auf jeden Fall. Und ja, last but not least, haben wir noch, wenn du nochmal weiter guckst, einen Hinweis in eigener Sache. Unser Cosmo College, also unsere Trainingsakademie, möchte man sagen, rund um das Thema Microsoft und BizApps. Natürlich ist auch ein Schwerpunkt die Ausbildung von Business Central, von Interessenten, von Kunden. Und was wir natürlich machen, ist auch immer die Inhalte der neuesten Releases von Business Central dort proaktiv entsprechend vorzustellen. Was können die Funktionen? Ihr könnt sie selber ausprobieren. Also da gerne rechts unten einfach mal mit dem Smartphone rauf. Dann landet ihr direkt im Cosmo College und vielleicht ist ja da für euch der eine oder andere Kurs dabei, der euch interessiert. Von unserer Seite danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr uns ein paar Minuten mehr gegeben habt. Und ich denke mir, wir werden uns dann im Oktober wiedersehen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.